Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Timex und wir sind bei Chaos und Deponia. Die gute Lady Wool steht hier bereit und wir müssen die noch, ich hätte jetzt fast gesagt, wir müssen die noch abschleppen. Wir müssen die natürlich noch fein ausführen. Mir ist da übrigens eine Idee gekommen, als ich in der Aufnahmepause, kann man jetzt relativ sehen, ich habe jetzt zwei ein Päuschen gemacht, um mich mal wieder ein bisschen auf neue Gedanken zu bringen. Und da ist mir was eingefallen mit diesem tollen Dichter. Der braucht ja nichts von dem, was Captain Seagull braucht. Also könnte man ja jetzt mal Folgendes ausprobieren. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche Wasser? Verdammt. Er braucht Wasser. Ich lese es, ja. Du hast doch Wasser. Ja, aber ich... Na? Ich brauche sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Ich wusste doch, dass das funktioniert. Perfekt. So, dann nehmen wir den mal weiter aus. Kerze können wir auch gebrauchen. Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je, mir schwant Übles. Ich brauche Kerzen? Tja, dann brauche ich sie wohl nicht mehr, was? Na los, bedien dich. Vielen Dank, würde ich mal sagen. So, Kerzen haben wir auch am Start. Was haben wir noch? Eine Brotmemo, sehr gut. Post von Seagull. Oh, bitte nicht. Ich brauche Brot. Also auch das Brot. Nur zu, es gehört dir. Eigentlich ist es schon fast gemein. Andererseits, mir doch egal. So. Ich glaube... Mir ist nämlich auch aufgefallen, der Haken macht ja ohne den Faden eigentlich wenig Sinn, oder? Ich glaube, wir müssen nochmal mit dem Seagull quatschen. Ich glaube, dann kriegen wir noch einen Faden. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ich hab dir noch lange nicht... Oh je, was hast du denn noch... Okay, da haben wir nichts mehr zu sagen. Wegen des Dates. Nun druckst nicht so herum und mach dich... Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, da die Schnabeltiergerichte... Wie du das anschielst, bist du spät. Okay, dann... Nicht weg. Kriegen wir anscheinend nicht den Faden auf diese Weise. Okay, war ja auch nur ein Gedanke, aber gut. Können wir vielleicht... Warte mal, die Kerze ist gar nicht an, das ist natürlich auch nicht so gut. Aber wir können doch jetzt... Laut Fiebel brüten Flugschnabeltiere am höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Ich meinte natürlich das Zu hier. Zu spät, der ist schon tot. Ja, aber... Zu spät, der ist schon... Ach Mann, wird das nicht in Wasser gebrütet? Warum will er das denn jetzt nicht und so? Mist, okay. So, wie kommen wir denn da oben dran? Wie kommen wir da bloß dran? An die ganze Geschichte. Ist gerade schwierig. Schraubenzieher. Antenne. Können wir hier vielleicht irgendwie... Meine Sachen sind tatsächlich etwas, aber warum? Es ist ja nicht... Ja. Gut. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Werkzeugkasten für Unterlegscheiben. Toll. Was machen wir denn jetzt? Wir haben ein Brot. Dafür, dass Crane angeblich nur das Nötigste besitzt, ist sein Kram doch arg unnütz. Hab mir doch gleich gedacht, dass er nur angeben wollte. Ja, natürlich. Können wir vielleicht einfach den Faden klauen? Hey,
Wenn du jemanden suchst, der zu viel kriegt, habe ausschließlich Sachen, die ich... Ja, natürlich hast du nur Sachen, die du ausschließlich brauchst. Das habe ich schon verstanden. Ich finde es geil, wie er hier sogar die Steckdose quasi gemalt hat. Sieht sehr cool aus. Die Urne, die würde ich gern haben. Hey, das... Ich dachte, du... das. Ich sag... Ja, ja. Warum ja. sagen... Warum sagen das immer alle? Ja, warum wohl, lieber Rufus? So, irgendwie müssen wir doch... Wir brauchen die Asche für da oben. Und der Typ ist der Einzige, den ich kenne, der Asche hat. Was ist denn mit dem Goldfischglas hier eigentlich? Selten so hässliche Fische gesehen. Gut, dass die so selten sind. Super. Das habe ich, glaube ich, schon eh probiert, aber... Zu spät. Der ist schon... Okay. Ach ja, natürlich. Ja, jetzt... Jetzt fällt es mir jetzt ein, warum das mit dem Wasser nicht geht. Natürlich. Wir mussten den ja erstmal hier... Falsche Richtung. Wir mussten den ja immer erstmal wiederbeleben. So, gehen wir mal einfach hier lang. Zack. Und dann müssen wir, da. Okay. Hier rein. Da rein. Und dann einmal den Fisch erstmal wiederbeleben. Den Frankenfisch. Na los. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar Gänse... Ja, das kennen wir ja schon. So, verzerren wir wieder ein bisschen den Raum natürlich. Was tust du denn hier? Komm, ja. So, die Musik ist nach wie vor der Hammer. Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen... So, okay. Wasser. Halte durch, Frankenfisch. Hä? Ja, rein da. Halte durch, Frankenfisch. Hä? Können wir vielleicht das Wasser irgendwo... einfüllen, oder will er das nicht machen? Dann schon eher schwarz, mit so aufgeklebten und vielleicht ein... Wir brauchen wohl irgendwie einen Behälter. Was zappelt da denn so? Oh, Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Ja, hier ist doch... Oh, Mann. Los. Halte durch, Frankenfisch. Vorher hat er das nicht gemacht. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Verstehe ich nicht. Also irgendwas ist gerade nicht richtig, habe ich das Gefühl. Halte durch, Frankenfisch. Ich muss ihn irgendwo hinbringen. Warte mal, ich... Dafür das Ja. So, ich mache das mal eben folgendermaßen. Ich lade die ganze Geschichte nochmal eben. Dann gehen wir nochmal schnell zum Crane da oben. So. Zu dem Crane oder? Weiß ich nicht mehr. Zu diesem Dichter halt. Jetzt laufe ich den falschen Weg. Zum Marktplatz war schon richtig. So. Dann einmal nach Bellevue. So. Kerzen, Brot und Wassermemo. Hatten wir nicht mehr Memos? Das fällt mir jetzt erst auf. Hatten wir nicht eigentlich mehr? Hä? Wo ist denn mein... Gut, der goldene Drachen der Unsichtbarkeit ist eh nicht so wichtig. Aber hatten wir nicht noch mehr Memos? Ich bin mir sicher, wir hatten noch mehr. Sehr merkwürdig. Sonst gibt's hier auch nichts eigentlich, ne? Das können wir auch mal nur auf und zu machen die ganze Zeit. Der Frankenfisch ist auch tot. Hey, super. Dad! Was ist sie? Ja, ist ja gut. Ich hab dir noch... Was? Ich erzähl... Ich... Nicht weg, jetzt! Was machen wir denn mit der Kerze und Co.? Das ist auch noch eine Frage. Mein Butterfly. So, was können wir denn mit dem Baum machen? Oh, oh. Oh, oh, aua! Puff. Schon sind wir wieder hier unten gelandet. Da kommen wir nur zum Apotheker, vor Docks Werkstatt, dunkle Gasse, in den Hafen. Schrottlawinen, Tarantella brauchen wir natürlich überhaupt nicht mehr. Haben wir aber irgendwie immer noch im Inventar. Die Spelunke. So.
Schrottlawinen-Tarantella ist noch ausgewählt. Vielleicht können wir einfach die zurückgeben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal ausprobieren eben. So. Ein bisschen Zucker im Generator. Ist immer super einfach. So. Strom ist aus. Dann können wir in die Spelunke. Schnell nach unten. Und dann drehen wir immer das Ding wieder an. So. Sind wir schon mal losgeworden? Der scheint zu schlafen, würde ich sagen. Süß. 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 So, okay, dann können wir eigentlich wieder rausgehen. Oder? Ja, ich würde sagen. Was war das denn? Was war das denn für ein Geräusch? Ganz komisch. Naja. So, Wassermemo, Kerzenmemo, Brotmemo. Alles toll. Aber auch nicht. So, einmal wieder hier hoch. Dann gehen wir einmal wieder zum Dichter und holen uns die Sachen. So, ich habe hier eine Wassermemo. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Was? Ja gut, das kennen wir eh schon, deswegen skippe ich das jetzt doch mal. Ich ich nehme es. Worauf du ein... So, gib ihm mal erstmal alle Memos. Ich habe... So, ja. So, und eine Kerzenmemo haben wir natürlich auch noch für dich. Post. Ich brauche ein... So, okay, vielen Dank. Wasser nehme ich. Kerze nehme ich auch. So, und das Brot nehmen wir natürlich auch gleich mal mit. So, plöpp, haben wir alles. Auf nach Bellevue. Okay. So, dann müssen wir mal überlegen. Überlegen. Was können wir mit dem ganzen Zeug Sieht denn machen? Sieht so aus, als wären selbst wenn. Puh. Hier haben wir die Fibel. Da können wir nochmal einen Blick reinwerfen. Das hier, ich denke mal, das wird hier auf diese Flughose da hinweisen, die oben bei dem Seagull ist. Das Feuer, hä? Wieso ist denn das abgehakt? Das Ei haben wir doch noch gar nicht, oder doch? Irre ich mich da? Ne, das ist doch noch hier drin. Oje. Ich glaube, irgendwas ist nicht ganz koscher mit meinem Spielstand gerade. Oh, das ist nicht gut. Laut Fiebel ist cool. Verdammt. Wo kennen wir denn eine Stelle, wo es Feuer gibt? Ja, natürlich nicht Waffenladen. Ja gut, dann gehen wir einfach mal hier lang. So, Hafen, Spelunke. Runter und dann können wir bestimmt unsere Kerze hier anzünden. So. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Ja, das ist natürlich absolut richtig. Geil. So, jetzt haben wir eine Kerze. Aber wohin damit, ist die Frage. So, Frankenfisch mit Ei, das... mit Ei. Ja, Frankenfisch mit Ei, sehr lecker auf jeden Fall. Zum Doc. Da lang. So, dann können wir nämlich hier und dann nochmal hier rein. Die ganze Zeit diese fetzige Musik. So, und dann Frankenfisch einmal wiederbeleben. Aber natürlich. So, das können wir eh schon. Können wir also auch skippen. Ja, ist ja gut. Blub. Was auch immer das war. Es war jetzt sonst. So. Nein! Ach so, okay. Wenn du nicht. Ja, schon gut. So. Halte ab ins durch, Wasser. Frankenfisch. Er macht's einfach nicht. Er macht es nicht. Halte durch, Frankenfisch. Okay, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Ich guck mal kurz offscreen so ein bisschen, was jetzt hier los ist, ob irgendwie mein Spielstand nicht mehr so ganz richtig funktioniert. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Bis dahin. Tschüss. Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deponia.
Wie ihr seht, sind wir gerade bei dem guten alten Dichter. Ich habe gerade den kompletten Spielstand nochmal komplett neu gemacht. Wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, soweit ich weiß, aber jetzt war ich eh schon soweit. Bei den Memos habe ich einfach nur nicht alles rausgekriegt vorher. Ich dachte, ich hätte schon mehr gehabt. Ich dachte, die hätte ich schon gehabt. Ich hätte es irgendwie in Erinnerung, dass ich sowas schon hatte. War aber anscheinend nicht der Fall. Ist aber auch kein Problem. Jetzt habe ich jedenfalls die Dinger. Uns fehlt das ein oder andere. Das muss ich dann noch gleich einsammeln, aber das geht schon. Was ist das? Eine Idee kannst du... Na, dann dürfte ich... So. Diese ganze Diskussion mit dem Typen kennen wir ja schon. Das ist sowieso immer gleich. Ja, na. Ich... Ne. Worauf so. Ich hoffe nur, da ist auch die Kohle-Memo. Das brauche ich. Ich habe hier... So. Tja, dann mal los. So, vielen Dank. Ach, hey, da ist ja gar nicht die Kohle drin. Ich dachte, du hast das erschaffen. Ich sagte... Kohle? Kohle, Kohle? Warum sagst du... Das ist die Kohle, die nehmen wir. So, Kohle haben wir, wunderbar. Fadenmemo. Post. So, ja, das können wir überspringen. Ich habe herausgefunden, mit Escape kann man die Sachen komplett überspringen. Wusste ich gar nicht. So, dann können wir uns jetzt einiges mitnehmen. Meins. Meins. Hier noch irgendwas? Nein. Das Brot können wir noch mitnehmen. Und natürlich da oben den Faden. So. Aber die Urne kriegen wir gerade nicht. Ups. Das hier wollte ich. So. Faden haben wir immerhin. Das ist ja schon mal etwas. Aber die Urne kriegen wir wahrscheinlich noch nicht. Hey. Ah, doch, die kriege ich ja auch. Weg. Sehr gut. Gut, da habe ich jetzt auch zu sehen wahrscheinlich die Gesprächsoptionen übersprungen, aber mein Gott. Was ich übrigens mal kurz mache, einmal speichern. Mit dem Speicherstand. Spielen wir jetzt halt mit dem weiter. Ich habe jetzt echt Gas gegeben, alles übersprungen und so. Ne, logischerweise. So, wir haben ja jetzt Asche. Dann könnten wir doch als erstes mal da hoch und hier Asche einfüllen. Weil ich eh sehen wollte, was dann passiert. So. Plöpp. Oh, praktisch. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Hm, wie wär's denn mit einem Faden? Wenn ich das Hosenbein aber offenbar... Ich Mist, behalte... Okay, damit geht's noch nicht. Alles klar. Ich habe aber eine Idee mit dem Faden. Da könnte man doch wunderbar einen Haken dran befestigen. Übrigens eine Sache noch, die ich ganz vergessen habe. Das können wir nämlich gleich mal eben machen. So, zack. Und einmal das Ei. Ich rühre Grund. Hä, wieso nimmt ihr das eigentlich mit? Die große Stern wollen. Okay, ja, schön. So. Kann er jetzt. Laut Vieh holen. Ah, jetzt geht's. Okay. Wusste ich nicht, dass man das erst. Dass man das erst lesen muss. Das wusste ich nicht. Och, hier, nee. Jetzt müssen wir hier wieder das Minispiel mit dem Ei machen. Das machen wir nochmal eben schnell. Aha. So, dann nehmen wir den. Ja, das ist ja im Prinzip erstmal egal. Legen wir es erstmal irgendwo hin. Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Von daher sollte es eigentlich schnell gehen. Tja, also. So, da ist er. Der könnte jetzt einmal hier hinspringen. Er könnte einmal hier hinspringen. Oh, mehr Möglichkeiten hat er gar nicht, oder? Der könnte dahin, dahin. Kann eigentlich auch hier die Falle direkt hinlegen, wenn ich das richtig sehe. Na, da könnte er hin und da könnte er hin. Ja, dann. Hey, stehen geblieben. Das ist ja unfair. Na gut, ich kann auch einfach. Huch. Den hier machen. So. Ach, wunderbar. Hab ich dich. Du dachtest wohl, du kamst. Perfekt, das haben wir auch schon mal. Habe ich den Eimer? Den Eimer habe ich noch nicht geholt. Den kann ich aber nochmal eben schnell holen. Dunkle. Da in den Hafen. Ne, das war eigentlich falsch, egal. Klein Venedig, Karte, Dock. Zack. So, ihr merkt schon, ich rush hier so ein bisschen durch gerade. Einfach nur, damit wir wieder auf den Spielstand kommen, wo wir vorher waren. So, zack, vielen Dank. Und dann versuchen wir ihm mal unseren super Köder anzudrehen. Ach ja, stimmt, wir müssen ihr erstmal den hier zeigen. Nicht vergessen. Schau mal hier. So, Ich möchte einfach nur mal alles. Ich benutze. So, und zwar diesen Spezialköder. Was soll das? So.
Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Hey, so ein ist da. So, ist aber kein Problem. Zack, vergammelte Pillen da rein. Und dann können wir ihm jetzt aber den Köder andrehen und dann klappt das. Was soll das? So, zack, können wir das überspringen. Dann haben wir den Fisch in der Tasche. Sehr gut. So, Fisch haben wir. Okay. Jetzt überlege ich gerade von dem. Ach ja. Hakenglas. Was war? Zack, haben wir einen Haken. Können wir das verbinden? Habe ich mir gedacht. Da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Ja, sehr gut, ein Hakengedöns. Das braucht man einfach. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.